Immobil. Aber du kannst eigentlich nie immobil sein, weil du bist ja mobil. Ich bin nicht mobil, noch. Also tendenziell. Es kommt darauf an, was der Staatsanwalt entscheidet. Ja, so könnte man sagen. Also auch nicht schlecht, ne, wenn man es jetzt genau betrachtet. Weißt du, was wir heute machen? Ich habe ein Mehrfamilienhaus angeboten bekommen, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, weil der Preis sehr günstig ist. Ich habe es auch schon mal durchkalkuliert, aber vielleicht sollten wir uns das vorher mal angucken. Willst du ein paar Zahlen dazu haben? Kannst du, klar, schieß los. Hallo? Ach cool, du siehst, warte, ausnahmsweise siehst du seriös aus, das ist ungewohnt. Wirklich? Ja, ne, so hinter dem Schreibtisch, warte. Oh, hier. Warte. Das letzte Stück, Robert. Ah, jawohl, die ist aber geil, guck mal, das ist ein Kuli. Na, schreibt sogar. Na, mega. So, Zahlen waren wir stehen geblieben. So, Zahlen, Daten, Fakten. Warte, ich muss mich hinsetzen, ich bin alt. Ja, so ich. Aber hier sitzt man ja nicht unbequem. Habe ich ein Haus angeboten. Ich habe es mir, wie gesagt, live noch nie angeguckt, aber ich fand erstmal die Situation geil. Also es sind 6 Wohnungen in einem Haus, wovon nur eine vermietet ist, oder zwei. Zwei sind vermietet, Rest leerstehend. Okay. Preis für knapp 300 Quadratmeter. Warte, sind 210.000 Euro. Das klingt erstmal sehr günstig. Ja. Ja, oder? Ist in Haken, es muss ein bisschen was saniert werden. Was genau, weiß ich noch nie. Ich würde jetzt einfach mal die Hütte von außen zumindest das angucken fahren, weil das ohne Makler ist. Ich habe also keinen Ansprechpartner. Aber müsste man sich mal angucken. Und meine Idee war jetzt gewesen... Roberts Excel-Liste. Robert speichert alles da drauf. Ich habe jetzt hier diese 6 Wohnungen. Oh Gott, kann man das wegschneiden hier oben, die Adresse? Ich kann das blören. Wirklich? Geht das? Ja. Okay, musst du machen, ne? Adresse ist ja, das ist ganz sensibel. Okay, wir haben jetzt hier die 6 Buden, die knapp 300 Quadratmeter. Ich habe jetzt gerechnet, wenn man die alle neu sanieren würde, richtig geil, was man da an Miete kriegen würde. Ich habe jetzt gesagt, mein Budget sind 508.000 Euro. Mit Sanierung sozusagen, abzüglich 210.000 Euro und ein bisschen Nebenkosten, ne? Hätte ich quasi ein Sanierungsbudget von 286.000, um das ganze Ding zu sanieren. Oder Variante B, hier drüben. Steht nochmal eine Adresse? Nee, die kannst du doch wie plören. Blurren. Oder Variante B, ich mache 3 große Wohnungen draus, was wahrscheinlich noch interessanter ist. So ist ein bisschen die Idee. Nichtsdestotrotz, bevor ich da zuschlagen kann, weil, wie gesagt, selbst geschenkt ist manchmal noch zu teuer, gucken wir uns die Hütte erstmal an, oder? Na dann los. Lass uns einmal hinfahren. Sportlich. Zieh mir da eine Obertriebertasche an und dann geht's los. Sportlich fahren wir. Gut, alles klar, geht los. Das hier ist komisch. Ich glaube, das ist schon mal. Ich lege mich jetzt hin. Gut, alles klar, ich fahre. Machen wir hier? Pulli anziehen, weil es doch ein bisschen frisch ist. Achso, das ist, nennt sich Winter, Robert. Und Tattoos halten nicht warm. Das sagt mir gar nicht. Weißt du, was die beste Jacke ist? Arbeit. Arbeit. Arbeit ist die wärmste Jacke. Also, man muss dazu sagen. Magst du, wer auf dem Auto kommt? Ich halt. Nö. Nee, aber das ist offiziell Hausfriedensbruch, was wir jetzt machen. Weil nee, was das ist Nähe. Du bist Eigentümer dieses Hauses. Achso, ja, gucken. Bald vielleicht. Na genau. Ist ja egal. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Das ist ja das Problem vom Vergangenheitsrobot. Oder vom Zukunftsrobot. Der kriegt ja die Anzeige. Also es ist nie mein Problem jetzt. Genau. Vom Zukunftsrobot. So sieht's aus. Nee, wir gucken uns das mal an. Wie gesagt, das ist ein Tipp gewesen, den ich gekriegt habe. Kein Makler dran, deswegen ist das so eine heiße Sache. Wir fallen aber auch. Das ist, damit das Wasser besser durchfließen kann? Nee, das ist, damit du noch erkennst, ob das Wasser noch fließt. Genau. Ob überhaupt noch welches reinkommt. Das ist ein sogenanntes Überprüfungsloch. Ey, Alter. Nee, da siehst du, ob es oben schon verstopft ist oder nee. Ja. Und wenn es noch durchläuft, alles gut. Aber jetzt mal Spaß beiseite, das ist natürlich kacke sowas. Und ich habe schon viele Häuser gesehen, wo wirklich an so einem hirnrissigen Zeug gespart wird, keine ordentliche Dachrinne und so. Das Wasser läuft quasi die Hauswand runter über Jahre. Das geht ins Mauerwerk rein, beim Frost geht's auf. Du machst dir die ganze Immobilie kaputt, weil du zu geizig bist, ein bisschen Dachrinne zu anhören. Wollen wir beobachtet oder warum kommst du hier rüber? Ja, nur was. Kommen die Bullen? Würdest du mir sagen, wenn sie kommen, oder? Ja, klar. Das siehst du, wenn ich renne, ganz schnell. Das ist Keller wahrscheinlich. Bitte Haustür schließen, bitte. Zu spät. Der ist so installiert, ist schon ein. Na klar. Oh, ich hab Angst. Riechst du das? Na, auf dem Video wird man nicht riechen. Ich riech's. Was ist das denn?
sogar die Wand gestreichelt. Mhm. Hilft das? Und hier oben ist auch nass. Das ist eklig jetzt auch. Wenn die, Alter, wenn die Wand jetzt runterkommt. Ups. Was komisch ist, oben die Decke ist nasser, ist wirklich nass. Und hier unten, nee, normalerweise zieht es ja von unten hoch. Aber hier ist oben nass, was eher untypisch ist. Hast du schon mal Blair Witch Project gesehen? Nee. Das war so ähnlich. Die waren in dem Haus. Spider-Man? Ja, Spider-Man war mir gerade in die Haare. Hier ist gleich Spiel. Hier ist nass. Also oben. Was komisch ist. Hier auch die ganze Fuge. Das ist nie richtig trocken. Hier müsste man auf jeden Fall, also bevor man sowas kauft, nochmal mit dem Messgerät hin und wirklich mal die Feuchtigkeit messen. Weil das ist komisch. Lisa, bitte Tür schließen. Preis habe ich ja schon gesagt, ist super günstig. Lage ist so, naja, halt an der Hauptstraße, aber könnte theoretisch was draus machen. Die Frage ist halt, guck dir das mal an. Gartenschlauch, oder? Bewässern die den Keller? Naja, das ist jetzt die Frage aus dem Heizungsraum, oder die tun ihren Garten damit hier irgendwie, aber das hier zum Beispiel, das ist gar nicht gesund. Siehst du das hier? Was so aussieht wie Spinnweben? Ja. Das sind keine Spinnweben, ne? Also ganz wichtig. Die Spinnen leben nie unterm Putz. Das ist ein Pilz. Ja, also das ist nie so gut. Also im schlimmsten Fall ist sowas Hausschwamm. Dann kannst du mal die Sanierungskosten, die ich was mit 280.000, was hab ich kalkuliert, irgendwie so. Du kannst Fragen stellen. Ja, egal. Kannst du mal zwei nehmen, wenn du zum Beispiel einen richtigen Pilz, also einen Hausschwamm zum Beispiel im Keller hast. Dann wird es richtig teuer, weil die kannst die Hütte ausbrennen gefühlt. Ne? Nee, also das ist kein Witz, ne? Ein gutes das hier, Feuer. Wie gesagt, das ist kein gutes Zeichen, weil das sind definitiv keine Spinnweben. Und das hast du hier überall. Wir haben ja gerade über Hausfriedensbruch, ist das Sachbeschädigung. Kombiniert mit Sachbeschädigung. Du, wie gesagt, hier wohnen ja nur ein oder zwei Leute noch drin. Aber hier ist überall, siehst du das richtig? Das ist komplett nass. Das ist nie gesund. Und jetzt müsste man halt, sage ich mal, der Sache auf den Grund gehen und gucken, was die Ursache ist für die Nässe. Mein erster Tipp wäre gewesen, dass die von unten einfach kommt, dass das Haus halt trockengelegt werden müsste. Jetzt hast du aber unten eigentlich ganz normal gehabt und je höher das kam, so sage ich mal Richtung Erdgeschoss, wurde es nässer. Oben an der Decke hat man es gesehen und auch gefühlt. Jetzt hast du hier überall nass. Und jetzt gibt es eigentlich nur drei Varianten. Variante 1 ist, es ist tatsächlich schon so, dass die Nässe irgendwo reingezogen ist und Schimmel drin hast, sozusagen einen Hausschwamm drin hast, dann wäre es richtig beschissen. Dann muss man auch sagen, lohnt es sich definitiv nicht mehr zu kaufen. Variante Nummer 2, das wäre die beste und günstigste Variante, das kommt wirklich, weil wir haben es da vorne an der Dachrinne gesehen, das heißt, dass irgendwo das Wasser von außen einfach randringt, das wird nie irgendwie abgeleitet, dass dadurch die Nässe ans Haus kommt. Das wäre verkraftbar, das kann man, sage ich mal, beheben. Variante 3 wäre auch noch okay. Vielleicht kommt das Wasser ja auch aus dem Erdgeschoss. In der Theorie könnte es ja, sage ich mal, ein Versicherungsschaden sein, dass jetzt irgendwas, irgendein Abfluss im Bad oder sowas defekt war und dass es dort von innen reingelaufen ist. Würde vielleicht auch erklären, warum es nass ist. Jetzt, man müsste eigentlich hier unten drunter mal, das war der Kellerbereich rechts, wo die Heizung war, die war aber zu. Dort müsste man mal reingucken wahrscheinlich. Und dann rauszufinden, ob das dann irgendwo vielleicht schon dort kommt, kann die Nässe. Aber hier ist es halt auch, siehst du das? Aber komplett. Ja, es ist so eine Sache. Da muss man echt vorsichtig sein. Weil wie gesagt, der beste und günstigste Preis bringt dir nichts, wenn du ein Fass ohne Boden kaufst. Da gab es da so einen Film, Geschenkt ist noch zu teuer, hieß der Film. Da haben die ein Haus geschenkt gekriegt, glaube ich. Und da gab es halt nur Ärger, war eine Komödie, also sehr lustig. Aber ich habe euch gerade gesagt, guck dir das an. Oh, die Dachrinne ist gut. Was ist denn das? Wo läuft denn die hin? Die ist für unterwegs, oder? To go? Falls die Hauswand runterläuft, direkt da ja, rüber runter mal, und da rein. Das ist halt genau das. Irgendwas stimmt da halt nicht. Ne? Muss mal sagen, weil das Haus hat an sich Potenzial. Du kannst natürlich die Fenster tauschen, du musst am Dach was machen. Also hier ist richtig Kernsanierung gefragt. Aber wie gesagt, meine Angst ist eigentlich, dass die Nässe hier sich so lange schon im Haus befindet, dass du eigentlich wirklich mit hohen Sanierungskosten rechnen musst. Ja. So eine Konstrukte schaffen natürlich wenig Vertrauen. Deswegen, ja. Das ist kein Fenster, was man aufmachen sollte. Nee, aber hier, guck, das ist genau wieder das Gleiche. Also
Hier ist irgendwie viel, viel Nässe drin. Ja, und das Haus ist beschädigter als vor einer Viertelstunde. Ja, gut, das ist halt Verschleiß. Also Fakt ist, ich finde das interessant, aber ich bin jetzt hier sehr skeptisch, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt nie so hundertprozentig das Vertrauen dazu. Nächster Schritt, den man eigentlich machen muss, ich müsste jetzt, sage ich mal, mit einem Gutachter mal her, mit dem Eigentümer vielleicht einfach mal einen Termin vor Ort vereinbaren. Und ein Gutachter müsste hier mal wirklich eine Prüfung machen, wo kommt die Nässe her. Weil wenn das nicht geklärt ist, wie gesagt, von sowas immer die Finger lassen, der wird er nie glücklich damit. Dann ist es ja so, es ist ja keine Eigentumswohnung, wo es irgendeine Rücklage gibt. Das heißt, du kaufst das Haus von dem Eigentümer so, wie es ist. Jetzt tust du das Sanieren, die Wohnungen schön, kriegst sie vielleicht gut vermietet und dann kommt die Nässe immer wieder. Hast Schimmel dann in den Wohnungen und fängst immer wieder an nachzusanieren. Ist ein Fass ohne Boden, steckst immer wieder Geld rein. Das darf eben nie passieren. Das heißt, musst du im Zuge der Sanierung alles mitmachen. Und das kann ich nie allein entscheiden. Also hier brauchst du dann wirklich einen Gutachter für so eine speziellen Fälle. Also das ist definitiv ein spezieller Fall. Und wie gesagt, oben im Dach, da hast du immer mal wieder so Dinger, wo es definitiv mal durchgetropft ist. Einfach so, sage ich mal, an der Hauswand runterläuft. Und hier siehst du den Riss, wo es zum Balkon geht. Da geht es zum Balkon noch runter sozusagen. Das sind genau die Stellen, wo das Wasser, wenn es dann sozusagen runterläuft, reinläuft in die Fassade, ins Mauerwerk geht und wie gesagt, mit jedem Frost, der kommt, tust du das Gebäude immer mehr beschädigen. Deswegen, wie gesagt, hier ist Achtung angesagt. Wir werden das prüfen. Ich werde den Eigentümer mal kontaktieren, den mal fragen, ob der Preis ernst gemeint ist oder ob man vielleicht hier noch ein bisschen mehr Verhandlungsspiel hat, weil wie gesagt, ich glaube, hier sind größere Sanierungen erforderlich und für euch ganz klar den Tipp, in dem Moment, wo ihr euch unsicher seid, nehmt euch jemand dazu. Ich sage zwar immer einfach machen, ne? Ich bin ja derjenige, der wirklich das Tun fördert und weniger das drüber reden, aber in dem Fall wirklich nie zu sehr sich überschätzen, sondern an der Stelle abgeben und dann, wie gesagt, eine Entscheidung treffen, ob man das macht oder nicht. Ich selber bin eher hier bis hier gerade. Wie gesagt, der beste Preis bringt dann nichts. Wer es vielleicht macht, vielleicht nie. Wenn ich den Termin mit dem Eigentümer habe, nehme ich euch gerne nochmal mit. Bis dahin, euer Rob, wir sehen uns nächste Woche.